Ja, willkommen zurück zu Bloodline. Hier gibt es wieder einen neuen Boss. Den gucken wir uns natürlich auch gleich mal an. Aber erstmal das Team umschalten. Und dann können wir hier auch gleich mal umsortieren. Und zwar brauchen wir hier anstatt ihn, brauchen wir Jen. Die Kleine hier. Und dann nehmen wir. Ah, ich denke mal, anstatt Lilo werden wir hier die Lia noch mitnehmen. Obwohl, die ist jetzt auf 54. Ah, dann nehmen wir Spring mit. Alles ist besser als Lilo gegen Wasser. Ja, und dann gucken wir mal rein. Der Boss ist für 3 Tage da, läuft. Quasi wie der andere Top 50 bekommen hier ein paar Gems. Gibt wieder die Spirit-Punkte. Und Schadensbonus haben Ling, Lia und Aslan. Wir nehmen hier natürlich eine Lia mit. Ah. Gut, aber der tötet nicht alle bei seinem AOE. Das ist nicht so schlimm wie der letzte Boss. Ach du Kacke. Aber 511.000 ja direkt im ersten Run. Aber läuft da wesentlich besser als der andere Boss. Fünfhundertelftausend, nicht im Ranking. Echt jetzt eine Stunde? Verarschen oder? Alter. 20 Gems, damit man nicht eine Stunde warten muss. Ja. Wie witzlos haben sie das denn jetzt gestaltet? Ich meine, es ist Cherry Credits, okay, aber man muss es ja nicht sinnlos übertreiben. Mir 3,4 Millionen. Na, mit den 5 Tries ist das natürlich möglich. Top 50. Also, ein bisschen was über 2 Millionen müsste man also machen. Ich denke mal, hier werden aber auch wieder nur die Top 3 Versuche gezählt. Gucken wir mal in die Regeln rein. Ah, hier steht diesmal nichts von Top 3, also es scheint diesmal tatsächlich jede Runde den Schaden zu zählen. Das macht das Ganze natürlich dann relativ einfach, an die 2 Millionen reinzukommen. Und Spirit Summon ist natürlich auch wieder da.
Kate. Und eine Tomate. Naja. Gut, ja, die 20 Gems werde ich nicht ausgeben zum Resetten, von dem her. Oh, meine 6. Event Entries habe ich auch schon benutzt. Achso, Job Change. Wäre natürlich noch was. Theoretisch sollte es auch ein Autokampf laufen. Mein Autokampf macht ja auch nichts anderes als ich. Obwohl, ist Quatsch. Autokampf greift hier nicht die Lebensstehenden an hier. Ich kann sogar direkt Job Change machen. Sehr gut. Den bekommt dann auf jeden Fall Ling erstmal. Damage und Crit Chance erhöht, wenn HP voll. Oder die Chance, die Defense vom Gegner
für eine Runde zu reduzieren um 30%. Gut, ich meine, mit ihrem Leader-Skill passt das hier einfach besser. Ach, hier kann man tatsächlich Energie für Gems kaufen. Aber so witzlos wenig, das bringt's überhaupt nicht. Ah, Gems, wunderbar. Können wir gleich direkt noch zusammen machen. Mal gucken, was bei rumkommt. Eine Angel. Okay, also drei Kristalle. Ja, da das hier jetzt cooldown-technisch noch bei 48 Minuten ist, hat sich das definitiv erledigt, das nochmal im Video zu machen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Boss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!